Wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, ich war bei 9 Sternen stehen geblieben. So in der Richtung. Macht da nichts. Willkommen zurück bei Advance Wars 2. Wir hatten ja letztes Mal die Vulkanmission abgeschlossen. Welche ich nicht begrüßen kann, ehrlich gesagt. Und danach stürzen wir uns in diese Mission und wir haben eine ganze Ecke an Basen, sage ich es mal so. Die Dealer-Bomb-Mission ist ein etwas besonderer Fall in diesem Sinne hier, aber schauen wir uns die Sache einfach mal direkt an. Das hoffe ich mal. Ich dachte, du bist ein Pirat, Drake. Das ist mal interessant. Klingt passabel. Was denn? ich sollte... Nein, lassen wir das. Das habe ich mich auch gefragt. Das versuche ich ja auch. Mit... Was weiß ich mit was. Das wäre... Wann denn? Wollt ihr mir sagen, dass ich denke wie Igel oder was? Oh. Das könnte nochmal stimmlich sein. Okay, ich sag mal so, es gibt auf der Karte einen Hafen, aber die Tatsache, dass die meisten Truppen wirklich auf einem recht weit gefassten Landweg sind, macht Drake hier fast unbrauchbar. Zumindest wenn wir Luftwaffe einsetzen wollen, welches hier sicherlich nicht zu unterschätzen ist. Für jetzt gilt einfach das Problem, dass die Bodentruppen einfach sehr stark bedrängt werden können, da es halt sehr viele Kampfpanzer gibt und ähnliches. Deswegen ist das auch nicht gerade so das Schönste. Und Eagle hat den Vorteil, es gibt nämlich nur es gibt nur ein einziges Flak auf der Karte, keine Missiles, es gibt noch 3 Kampfhelis, aber das war's dann auch schon wieder an Anti-Air. Deswegen werden wir die Sache mit Eagle machen, zumal seine Spezialgabe die Sache nochmal richtig retten wird. Deswegen. Ich glaube auch, dass es mit Jess möglich ist und vielleicht mit Drake, wenn man mit ihm sehr viele Bodentruppen baut, aber... Naja, Gefahr hoch 9, Mission Nummer 30. Und Gefahr hoch 9, ja, die 9 haben... Mit den 9 hat man es hier in Green Earth, das steht fest. Eine einzige Zeile an Text. Macht nix. Wir fangen praktischerweise schon mit 2 Kampfhelis an. Das ist auch bei allen groß so, deswegen. Der Kreuzer hier sieht vielleicht unscheinbar aus, aber er kann auch helfen. Hier unten stellen wir uns erstmal da einen Wald. Doch, ich habe da einen kleinen Plan. Dann bauen wir noch die Infanterie für den Flughafen. Das ist relativ wichtig. Und ansonsten brauche ich gerade mal nichts. Hier eine Infanterie zu bauen wäre gerade mal kontraproduktiv, um so zu sagen. Aber es sollte soweit reichen. Ich sollte noch erwähnen, wo das Labor genau geparkt ist, aber... ja, dann man sieht es da oben schon. Und man hört einige Kampfhelis, die nicht zu unterschätzen sind. Und man hört insgesamt ein paar Einheiten. Es sind nicht so viele wie sonst, ehrlich gesagt. Es sind nämlich nur 18 Stück, die Maverick gerade zur Verfügung hat. Aber erstmal fliegen wir hier Richtung Hafen mit den Dingern. Ja, ich bin wieder mal so zügig. Ich weiß natürlich genau, dass ich da hinfahren muss. Oh Wunder. Das Ding, soll ich es anschießen oder nicht? Das ist die Frage. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal hier hingehen und gucken, dass ich dieses Flak wegbekomme. Und zumindest angekratzt bekomme. Ich kann nicht mal einen Schuss leisten, denn das Ding ist ja im Wald und von allem abgeschottet. Das heißt, man kann es auch nicht neu betanken. Wobei da jetzt ihren Vorteil hätte, denn die kann das Ding neu beladen. Von daher wäre das schon mal ein kleiner Vorteil. Ach, was soll's. Das Ding wollen wir besetzen und dann kann ich noch einen Speer gebrauchen, ehrlich gesagt. Wenn ich auch sehe, wo ich hinschieße. Das Ding ist ja nicht so gefährlich, da ich ja keine Panzer verwende oder ähnliches. Noch ein Kampfheli. Und... Noch eine Mech würde sich, glaube ich, nicht unbedingt lohnen. Die haben ausgedient da unten. Schauen wir weiter. Ich weiß nicht, ich werde die Mechs beide verlieren, aber Hauptsache das Flak ist weit beschädigt. Yep, das war zu erwarten. Da haben wir schon mal die 3 Helis. Oh Wunder.
Wie schön, dann fangen wir mal den Kreuzer, auch wenn der nicht so stark ist, das reicht noch gerade so. Übrigens, ein Kreuzer von jetzt schafft es trotzdem noch, die Dinger in einem Zug auszuschalten, was man nicht verachten sollte. Nee, du kommst nicht ganz rüber. Hm, dann müssen wir es halt so erledigen. Hm. Ich sollte schon noch zwei davon ausschalten, das steht fest. Gut, dann können wir noch auf... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob hier nicht irgendwo ein Raketenwerfer abgammelt. Und ob ich den finden könnte, ehrlich gesagt. Das wäre mal im Bereich des Interessanten. Da ist er doch. Der ist mir noch ein bisschen problematisch wegen dem... Wegen... der Tatsache, dass ich dann nicht mehr so gut meine Speer hinstellen kann. Ich überlege, ob es möglich wäre, hier noch im Inneren ein paar Raketenwerfer hinzustellen, aber ich weiß nicht, ob die das lohnen würde auf Dauer. Ehrlich gesagt, einen kann ich mir sogar leisten, noch, wenn ich hier noch Dings bauen kann. Ja, das sieht ganz passabel aus. Schauen wir weiter. Ist die Gabe voll? Ja. Ich weiß nicht, ob mir das helfen soll oder nicht. Ist das gut oder ist das schlecht? Es ist insofern schlecht, dass ich jetzt erstmal Geld für meinen Raketenwerfer ausgeben muss und ich dann eventuell keinen Bomber mehr leisten kann. Insofern ist das schlecht. Jetzt kostet mir ja 1500 Punkte, das zu reparieren. Das ist nicht wenig. Was sagt's denn? Jo, ich hatte eh nicht genug Geld dafür. Das kann man aber ändern. Denn ich habe eindeutig zu viele Helis auf dem Feld. Erstmal kommt dieses Flak endgültig weg. Juhu. Ich habe mich eindeutig zu viele Helis. Da kann ich schon mal einen von weg einen. Dann kann ich mir den Bomber auch leisten. Juche. Und den Infanterie, damit das Ding hier noch gedeckt ist. Obwohl. Kann ich so oben. Ich kann es ja eh abdecken mit dem Raketenwerfer, wenn es drauf ankommt. Das sieht ganz gut aus. Das kann ruhig stehen bleiben vorerst. Ja, das denke ich mal, können wir so lassen. Dann zeig ich mal, was du drauf hast. Das sieht interessant aus. Gut, mein Plan wäre jetzt gerade mal, wie ich bereits vorhin erwähnt, obwohl ich kann auch gerade mal das Ding hier dafür zweckentfremden. Denn hier muss ich ein bisschen aufpassen. Da käme ich durch, dann wäre der Bomber da dran, aber das wäre nicht ganz mein Ziel, ehrlich gesagt. Ne, ich habe schon einen Plan, wie wir es machen. Das hast du mir auch demnächst erledigt. Gut, dann müssen wir gucken. Jetzt ist es eigentlich relativ offensichtlich, was man hier macht. Wenn ihr mich fragt. Mit dir kann ich nichts mehr anfangen. So leid mir es auch tun mag. Ja, obwohl es gibt euch zwei Raketenwerfer, dann sollte ich aufpassen. Es gibt noch wie viele Einheiten von dir? 12 Stück. Ich habe noch 5 Tage. Also jetzt habe ich noch 4, denn der Tag ist schon wieder offiziell vorbei. Ich kriege wie viel die Runde? 16.000 heißt... ja, ich könnte mir einen Kampf für ihn leisten und die Gabe von ihm dauert noch ein bisschen. Soweit in Ordnung. Soweit sehr gut. Naja, ich glaube nicht, dass du mich da rausblocken kannst. Das sollte relativ schwer möglich sein. Egal, erstmal haben wir hier noch was auszuschalten. Du hast noch ein oder zwei Schüsse? Noch zwei Schuss? Dann ist... Ne, du hast nur ein mögliches Ziel, deswegen nehmen wir das auch. Dann nehmen wir mit dir das andere mögliche Ziel. Denn ich muss hier dringlich durch. Ne, das wird wohl nicht dafür reichen. Kommst du an? Kommst an, das ist genial, denn der eine Heli kommt doch ein Stück weiter. Ne, kommt er nicht. Wups. Dann können wir hier schon mal anfangen. Bauen wir noch einen Bomber. Dann ist nächste Runde auch meine Spezialgabe fertig. Oh Gott, nein. Nicht schön. Im wahrsten Sinne des Wortes unschön. Nee, da ist erstmal nichts weiter zu holen. Ich wollte schon sagen. Jetzt sind wir mal ganz hinterhältig. Erstmal irgendwas wegziehen und dann die Gabe aktivieren. Also ernsthaft. Wenn die KI macht, was sie will.
dann freut mich das eher nicht. Genauso wie mich nicht freut, dass ich jetzt erstmal diesem Ding da nur bedingt vorbeikomme. Das könnte noch mal eng werden, ehrlich gesagt. Mhm, das muss so. Reicht das? Mit der Gabe könnte es eng werden. Es reicht. Das ist natürlich perfekt. Jo. So perfekt, wie es nur geht. Komm, den Trick wollte ich immer schon mal auspacken. Dann schaffe ich es sogar diesmal. Aber erstmal zerschießen wir noch was. Kommst du damit irgendwo an? Nein, aber dann nächste Runde. Das sollte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da komme ich auf jeden Fall drauf. Warte mal. Nein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, der Raketenwerfer ist Speerfutter. Mit dir können wir uns nicht bewegen, aber dann komme ich halt da recht nah an das Teil da dran. Hast du noch einen Schuss? Du hast noch einen Schuss, ist ja mal cool. Leider kann ich mir nicht viel leisten, außer vielleicht ein Panzer. Kann nicht schaden. Spezialgabe. Einer der Gründe, warum diese Mission so absolut igelabhängig ist, effektiv gesehen. Ohne Witz schwierig. Na denn. Dann packen wir mal meinen Trick aus. Was heißt Trick, aber so kann man die Spezialgabe auch verwenden, deswegen. Hauptsache mit einem Fernkampfding ranfahren und dann erstmal was anrichten. Ich überlege gerade noch ganz kurz was. Fragt sich nur was. Erstmal machen wir das hier fertig, denn ich muss gucken, dass ich die Welt, dass ich nicht auf die Welt hereinfalle. Das sollte dafür auch mit kombinierter Kraft reichen. Wenn nicht, dann mache ich ja nächste Runde weiter. Also mache ich nächste Runde weiter. Ein Schuss, nett. Dann lebt noch eine Einheit. Ach, das passt schon. Und was, das war alles in der Gabe-Runde von ihm gewesen, was auch nicht schlecht ist. Na Mensch. Dann bringen wir die Sache mal nächste Runde zu Ende. Ich bin gespannt. Darf ich fies sein? Ich darf fies sein. Das hoffe ich doch. Definitiv. Es fehlt nämlich nur ein einziger Schritt. Drake? Du mit Panzern? Moment. Das dachte ich eigentlich auch. Klingt plausibel. Was denn sonst? Held des Seekampfs oder wie? Das war nicht nett, nee. Fehlt noch ein vierter Kuh, mit dem Drake sich streiten kann. Aber ich glaube, so einen Kuh kann es gar nicht geben. Nee, unmöglich. Naja, das waren einfache 300 Punkte. Und vor allem schnelle 300 Punkte. Das Ganze wird eben mal sogar ins alte Limit passen. Was ich begrüßen kann. Gefahr auch nur in 8 Tagen. Auch ein neuer Rekord von mir. Ich habe es bisher immer nur auf den letzten Drücker geschafft. Noch ein paar Sachen. Das ist die letzte Kriegsnebelmission gewesen. Absolut letztlich. Ich meine, es kommen ja nicht mehr viele Missionen, ehrlich gesagt, aber trotzdem. Da können wir die schon mal verabschieden. Und noch eine Sache, ich weiß nicht genau, was der Unterschied zum normalen Mond ist, da ich den noch nie betreten habe. Ja, ich weiß. Ich habe die Advanced-Kampagne öfter gespielt als die normalen Kampagne. Ich bin so verrückter. Wie dem auch sei, nächste Folge folgt dann die letzte Mission mit dem angeblichen selben Schwierigkeitsgrad und holy F. Was zur Hölle hat man nicht hier zusammengebaut? Naja, ich verabschiede mich für diese Folge und sage bis zum nächsten Mal bei Advance Wars 2 und es war mal wieder ganz spaßig, ja. Im Gegensatz zum Vulkan. Boah. Naja, bis denn.